Nächster Tag. Was gibt's Neues, Wolfgang? Dieser Zettel. Unser Leben. Oh Gott. Dieser Zettel ist bestimmt jetzt unser Leben. Der eine sagt bitte. Jeder will eine Partei haben, ja. Ja. Die will Autobahn bauen, die will das bauen und die will das bauen, dann kommt die Grüne an. Autobahnbau? Was? Hört sich an wie früher. Ja, Jungs, ist klar. Das ist mir wichtiger. Dienepreise. Ja. Alles praktisch darfst du auch wieder aufmachen. Ist ja nun furchtbar. Aber ist halt so. Ein Fahrradpendler hier braucht, der war in Potsdam oder hier in Berlin irgendwo, wirst du mit deiner Reifen aus, der macht auch wieder auf. Naja, das ist alles. Furchtbar, das stimmt, das kommt sie auf jetzt wieder. Er kommt zu dir. Das sehe ich jetzt schon. Kann ich noch mal die 13 Schlüssel, weil die ist wieder runtergegangen. Jo. Achso, hier, wollte ich. Bitte mal dünner, war die Zeitung. Ja, mal. Früher war es noch größer, ist kleiner. Künstler verlässt die Szene. Mami, gib Bier. Tada. Hast du ein Bild gemalt? Danke. Biskrakatten. Biskrakatten. So schön. Ja, heute wieder Toto Hose hier. Ja, vielleicht auch so. Scheiße, ist die Sonne. Ja, genau. Ja, die sind ja eigentlich so gut wie verkauft, wa? Da hat ja schon eher Interesse hier an den Dingern. Also. Hätte ich nie gedacht. Ja, wohl für Fuffi. Also, das hier wird schon für 70 Euro Lena angeboten. Das Ding. Das ist Neuzustand. Das ist neu. Neuwertig. Das ist Styrodrops. Ich habe Hunger. Was soll ich so weit essen? Vorne. Guck mal, schwer im Bad. Da. Da. Und was? Ach, jetzt hör doch. Auf! Und auf! Und wenn du gleich hoch bist, dann gehe ich schnell zu Claudia um die Ecke und hol dir die Kiste ab, okay? Was willst du warten? Ganz kurz. Vielleicht ist mir nichts. Wir wissen, wer nach ihm kommt und dann. Ich bin gleich wieder da. Ist das okay? Schnell, das ist doch die Schacke und los. 10er gehen, wa? Oh, nicht einmal. Nein, nicht. Und, wie viele Leute waren da? Gibt's ja gar nicht. Der reiche Viehzüchter und der General. Hallo! Hast meine Nachricht nicht gekriegt? Ich wollte wissen, was kostet. Achso, hat sie nicht geschrieben? Na, weiß ich nicht. Ich hab's ja nicht geschrieben. So, schreibt okay. Meine Frau. Und die war gerade noch bei mir unten. Okay. So, da bin ich wieder. Bitte.
machen, wo sind denn hinten? Ja, irgendwo auf der Straße wahrscheinlich. Sehr schlecht. Ja? Ja, das hat wahrscheinlich jemand gebraucht, weil die Dinger gibt es nicht heutzutage nicht mehr. Da muss man improvisieren. Ja. Das sind ja so ganz kurze Enden mit zwei Kugeln. Auf beiden Seiten gibt es nicht mehr. Und wenn dann so ein Rad längere Zeit oben rumsteht, dann wird die andere mal abgebaut. Das steht eigentlich auf dem Innenhof. Das muss sie während der Fahrt verloren haben, sagt sie. Aber das kann auch nicht sein. Von alleine raus. Also, das ist sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn das nicht eingehalten ist, fällt das nicht raus, weil der automatisch hier auf Spannung geht. Und dadurch klemmt das ja eher hier dran. Das fällt nicht raus. Ja, das also, das hat jemand weggenommen. Ja. Definitiv. Genau, gut. Ja, muss man improvisieren irgendwie. Kriegen wir schon. Ja, prima. Ja. Gut. Und wenn hier eine Luftpumpe hast, die dann noch ranpasst, das ist auch nicht sind. Aufgrund dessen würde ich eine Luftpumpe immer bei mir haben, aber dran lassen würde ich sie nicht. Es ist Berlin! Meine Tochter ist 37, was soll ich der noch erzählen? Die möchte eine Luftpumpe da dran. Ja, die möchte auf jeden Fall eine Luftpumpe haben. So, ja, okay. Gut. Die muss nicht unbedingt da ranpassen. Nehmen wir auch eine andere. Möglichst eine, die ranpasst. Ja. Muss aber nicht sein. Ja, kannst du auf alle Fälle trotzdem sagen, sie mögen doch die Luftpumpe dann immer schön mitnehmen. Ja, klar. Müsste ja dieses Maß hier sein. Ja. Mal gucken. Ja, aber nicht ranlassen. Nee. Ja. 9 Euro ist die Pumpe und das andere muss ich mal schauen, was ich da basteln muss. Ja. So. Was meinst du, heute Abend? Oder ja, ja, heute Abend. Mittag? Nee, heute, auf alle Fälle heute. Ja, ja. 19 Uhr, 18 auf Uhr. Auf alle Fälle. Also ab 15 Uhr ist es fertig. Ich wohne ja hier mal. Genau, ich bin da ab 15 Uhr rumkommen, ja? Danke dir. Ja, bitte. Falls ihr eins habt, so ein kleines günstiges. Klein günstig? Na, weiß ich nicht. Klein. Also, nicht günstig. Ja, günstig sind sie ja alle. Günstig ist relativ, ja. Aber ja. Weiß nicht so, ich habe da 15 Euro oder so. Nee, 35 vielleicht. 35 haben sie erst? Ja. Okay. Kette 1,10 Meter, auch stabil. Und was gebrauchst du das oder irgendwie? Nee, haben sie gar nicht. Na, nur eine Kette, dann kannst du vorhin das Schloss selber ranmachen. Ja, aber vorhin Schloss verkaufen sie das? Ja. Hallo? Ich brauche so ein kleines LED-Licht vorne. Verkaufen Sie die? Eine was? So eine kleine LED-Lampe. Ach so, Lampen? Nee, haben wir gar nicht. Okay. Moment, keine machen wir wohl. Ja. Okay. Okay. Nächste Woche vielleicht wieder, aber noch nicht. Okay. Habt ihr meine Handschuhe gesehen? Deine Handschuhe? Die sind blau. Siehst du? Die hat sie nicht. Guten Tag. Armin! Ja! Kommst du ja doch noch? Was hast du gesagt, nicht so früh. Naja, so 10, spätestens 11. Ja, ich habe mich auch nicht gefunden.
Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Okay, ich gehe nochmal. Dann bin ich wieder. Dann ist er wieder. Dann bin ich wieder, ja. Ich habe die ganze Sache wieder reingepackt. Das ist immer alles. Ja, da liegt nichts, ne? Kannst du ja durchgucken. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ah, hier sind sie. Ah, ja. Naja, siehst du, wunderbar, ja, die hat die wahrgenommen. Ja. Cool, ey. Ja, die hat Lust zu schauen. Alter, hör mal. Also, du arbeitest bestimmt später mal für das Ordnungsamt. Zu viele Leute, zu viel Nachtsagen. So, jetzt hast du deine Handschuhe. Und die haben schon was ganz Geiles. Das darf ich gar nicht, das ist nicht jugendfrei. Die ist mega geil. Die ist da ganz unten die Füße einklappen bzw. Höhen verstellen. Und das ist eine Handelbank. Ich nenne sie mal die F-Bank. Und siehst du, das ist total geiles Teil. Nicht, ne? Ach, für Spar. Sagt schon alle. Ja, ja, genau. Ist voll Kunstleder. Schöne Fetischbank. Ne, auf alle Fälle. Ja. Ja, kaufen kannst du eh nicht, lass da kein Geld. Ja. Aber eins ist ein Lolli, da wurde noch eins, da habe ich den anderen angegeben. Ja, ich weiß. Hast du gut gemacht. Ich habe ihn. Wir haben ihn. Guck mal, deine Tochter ist da oben. Ja, das da. Weißt du, was hier ist? Hallo. Hallo, Mama, ich hab dich nicht mehr. Ich hab ja auch nur Müll weggebracht. Was ist gerade wieder? Weiß nicht, weil die Dürren von dem Spielkopf sagen, weiß ich nicht, wie man Fahrrad damit hat. Hat sie mir gesagt, ich kann nicht Fahrrad. Dann mal Gebühr und du zeigst mir, wie man Fahrrad kann. Das ist doch eine ganz tolle Idee. Ja, die weiß nicht mal, wie das geht. Was ist denn hier los? 3 Stunden 50? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wirklich, ja. Naja. Wenigstens ein paar Aufnahmen kamen drin. Wenigstens kamen jetzt ein paar Aufträge drin. Also der hier, der war ja anvisiert. Da haben wir ja
gesagt, pass auf, der braucht neue Bremsen und der braucht dies und das und jenes. Der ist auch willkommen. Das ist ein ganz, ganz netter Auftrag denn. Na, und die anderen sind ja so eingetrudelt. Mal hier bei dem einen war auch ein Stück vom Bremszug erneuert. Das ist jetzt natürlich keine Riesenaufträge tatsächlich jetzt. Und einmal ist ein Hinterrad einbauen, was ich aber erst bestellen muss für nächste Woche. Ja, Hinterräder habe ich jetzt so leider nicht da. Mein Altwagen ist erschöpft. Ja, ganz nett ist, dass Achim auch gekommen ist wieder. Heute, der war ja auch anvisiert, dass er kommt. Yay! Ja, hier haben wir was Schönes zu zeigen sogar. Dann kommt mal mit, zeige ich euch doch mal. Also eine Kleinigkeit gibt es hier zu sehen. Und zwar leidet dieses kleine Ritzel hier unter Zahnausfall. Seht ihr das? Zack. Läuft ein bisschen unrund, meint er. Das lobe ich. Ja, müssen wir mal tauschen. Für Simplex ist das nicht ganz so einfach. Ja, bitte? Kriege ich einen Termin? Was für ein Ding? Ein Termin für Reparatur, also eine kleine Wartungssache. Was hast du denn zu machen? Die Hinterbremsen, also die Dinger, die, ne? Die, ich weiß nicht, wie die heißen, die ja. Belege. Die Belege, die sind wahrscheinlich schon alle und sonst justieren halt. Naja, nächste Woche halt. Kommst du am Dienstag? Montag ist ja frei. Ja. Kommst du am Dienstag gleich? Einfach so? Und, genau. Okay. Ne, einfach so. Alles kommst du vorbei, genau. You know. Und dann Bremsbeläge tauschen und. Und eventuell, dann musst du sehen, eventuell den Zug irgendwie vielleicht auch. Also oder? Check, einmal einen Check zu machen. Am besten wäre es doch ein Check mit dem. Ja, dann machen wir das. Schreibe ich mir nur auf. Genau, you know, Bremsbeläge, Check. Genau. You know. Okay, dann komme ich so gegen mittags, vormittags. Ja. Wunderbar. 11, 12 okay. Uhr. Alles klar. Perfekt, passt. Dann schöne Wochenende. Dir auch, ciao. Danke. Ja, dann schauen wir nochmal. Zeigt natürlich hier gerade. Gerade alles weggeräumt. Nehmen wir einfach dieses und gucken mal, ob das passt. Und dann baue ich das sehr gerne natürlich ein. Ganz kurz zwischendurch nochmal das Erfolgs, das Ergebnis von Erfolg gekrönt. Und zwar, oh, jetzt habe ich schon mal ein paar Mal durchgedreht, schon wieder dreckig hier. Ich habe jetzt hier ein anderes Ritzel eingeschraubt von Shimano. Das hat einen kleineren Innendurchmesser, deswegen muss ich hier eine normale Schraube nehmen. Die habe ich von hinten denn gekontert mit einer selbstsichernden Mutter. Funktioniert einmal frei. Und beim Schalten kommt die auch nicht in die Speichen oder so. Das ist ganz wichtig. Ja? Also, dass, wenn ihr hier rüber schaltet, hier ist genug Abstand. Darauf muss man halt nur achten, dass man hier nicht eine zu lange Schraube nimmt oder so, die dann sich hier in den Speichen verhakt oder so. Das soll natürlich nicht sein. Kontraproduktiv wäre das. So, funktioniert es jetzt einmal frei wieder. Das Schaltwerk ist gerettet und kann weitergefahren werden. Perfekt, so soll es sein. So, wir bekommen eine neue Regal. Ist schon spät heute. Und damit es nicht so langweilig wird, gibt
gibt's ein neues Regal. Hier. Ja, unser Luppi-Regal, was hier stand, das war ja wirklich, das war wirklich eine tolle. Das taugt ja Miami. Jetzt habe ich hier ein Mega-Regal gekauft. Die habe ich halt auch schon irgendwo in der Wohnung. Im Büro stehen die Regale. Jetzt habe ich mir noch eins geholt für hier für den Keller. Besser als die Dinger kann es einfach nicht sein. Ich zeige euch nachher, wie es aussieht. Wenn der Dings hier nicht abstürzt, dann können wir das sehen. Ach, ich muss jetzt auch Schluss machen. Schackabend. Heute ist Schackabend. Achso, ich muss ja draußen die Räder noch hinräumen. Aber dann ist Schluss für heute. Bis morgen.